Gewitter im Koi, Farben sein Block. Gewitter im Kopf, Farben sein Block. Gewitter im Kopf, Content zu Schrott, Handycam Block. Donald Bahn hat es wirklich in 2 Sekunden geschafft rauszufliegen. Oh mein Gott. Kämpft um Leben und Tod, nutzt keine Goldäpfel mehr, los! Jetzt Zeit für Minecraft, aber richtig Bock jetzt hier was zu craften, ein paar Blöcke aufeinander zu hauen, ein bisschen was stacken, so, ne, dies, das, so, ihr wisst Bescheid, ihr bricht. Boah, ich hab so Bock, Minecraft zu spielen, ey. Ich sag's euch so, wie es ist, ne, Leute. Minecraft, das ist so ein Ding, da bin ich auch ehrlich, da kann mir keine Frau was vormachen. In Minecraft, ich bin der krasseste, wenn es um Craften geht und sowas, wisst ihr? So, ich baller so Blöcke aufeinander und sowas, Alter. Halt deine Schnauze. Und das ist auch vor allem Community-Event-mäßig, das heißt, ihr könnt sogar mitmachen. Was spielen wir heute, Tobi? Egal, wer Revi sagt. Leute, wir spielen heute gemeinsam Revi sagt. Ob ihr wirklich richtig seht, seht ihr, wenn das... Wir spielen heute Revi sagt, meine Freunde. Es wird eine arschgeile Nummer. Ihr kennt es vielleicht noch aus verschiedensten anderen Spielen. Wir haben das mal in Fortnite gespielt, einmal bei 3D. Da habe ich fast einen Bann für kassiert. War eine arschgeile Nummer. Jetzt ist es Zeit, Revi sagt, hier in Minecraft zu spielen. Und nein, das ist nicht von Gomme sagt und anderen Leuten geklaut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Gomme HD ist. Lasst mich alle in den Kommentaren in Ruhe. Ich mache das nur, damit ich meine Miete zahlen kann. Ich hasse das Spiel eigentlich. Tobi, wir whitelisten jetzt wieder Leute. Aber an der Stelle, meine Freunde, müsst ihr alle hier auf die unten angezeigte Seite im Chat gehen. Streamevent.revinzer.tv hier anmelden und auf der Seite. Und ich kann euch nur eins sagen, meine Freunde. Ob ihr, ja, reinkommt oder nicht, das entscheidet wirklich das Glück, ja. Okay, Leute, ich mache 3, 2, 1, slash Request. Und ihr seid alle geaddet, Alter. Und ihr könnt jetzt schon connecten, meine Freunde. Oh. An der Stelle, wir spielen nämlich heute was ganz Besonderes. Und zwar eine Runde Revi sagt. Wer nicht auf meine Kommandos hört, wird von Tobi mit einem One-Hit-Schwert wahlweise oder auch dem Bann-Command bestraft und wird einfach weggemacht, ja? Also, meine Liebsten, wir spielen heute eine Runde Revi sagt. Und ihr wisst alle, wie Revi sagt funktioniert. Ihr habt quasi dem Folge zu leisten, was ich mache. Andernfalls, wenn ihr die Aufgabe nicht erfüllt, werdet ihr getötet, respawnt in einer Box und seid an der Stelle raus. Ja, eine ganz einfache Nummer. Denkt mal, das kriegt sogar ihr mit eurem Erbsenhirn hin. Don Balbano, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es dauert, bis du tot bist. Ich glaube, es dauert 1-2 Sekunden, dann haben wir dich schon losgeworden. Wie gesagt, meine Freunde, es gibt keinen zweiten Try. Ja, wenn ihr tatsächlich den ersten Versuch verkackt und direkt drauf gebt, dann ist das so. Wichtig ist, dass immer von mir gesagt wird, Revi sagt, wenn ich zum Beispiel sage, springt alle hier runter und ich habe nicht vorher Revi sagt gemacht und ihr springt hier runter, dann töte ich euch auch. Also es ist immer wichtig, dass ich Revi sagt vor einer Aufgabe gebe. Wir spielen heute wieder auf der wunderbaren IKEA-Map und ich würde sagen, Tobi, bist du ready für eine Runde Revi sagt? Erste Aufgabe, Revi sagt, verteilt euch alle in einer Linie hier auf der Straße und schlagt euch nicht mehr. Doch. Okay. Gut, wir machen auf jeden Fall die Linie. Okay, nice. Wir schauen auf jeden Fall, ob hier irgendjemand irgendwen schlägt. Okay, das passiert schon mal hier nicht. Okay, gut. Der erste ist schon mal raus. Mikun, du bist raus, du stehst nicht in der Linie. Don Balbano, du stehst auch nicht in der Linie. Don Balbano hat es wirklich in 2 Sekunden geschafft, rauszufliegen, Alter. Don Balbano, das ist unglaublich dumm von dir gewesen. Revi sagt, springt alle einmal. Das ist ein bisschen verzögert natürlich. Naja. Okay. Gut. Dann kommt mal bitte alle mit mir. Kommt mal alle hier rüber zu mir. Alle mal hier rüber, kommt zu mir. Hier rüber laufen, kommt her. Oh, Alter. Bleib stehen, Paul. Oh, das waren schon mal eine Menge Leute. Okay. Revi sagt, folgt mir mal alle hier vorne auf den Parkplatz. Ja, kommt mal ruhig mit, meine kleinen Süßen hier. Ja, hier langkommen. So, ist die Schwarmintelligenz an der Stelle hier. Ah, warte mal. Nee, Moment. Revi sagt, ich hab's mir anders überlegt. Andere Richtung. Oh, Maxi Bexi an der Stelle auch raus. Der ist nicht mitgelaufen. Jetzt laufen sie alle zurück. Geil. Geil, Leute. Revi sagt, auf die oberste Etage vom Parkhaus. Die letzten 3 werden getötet. Das wird richtig geil aussehen. Ja. Okay, nächstes Mal machen wir es auf jeden Fall im Discord-Channel. Oh, guck mal, da ist der erste. Ah ja, okay. Fabi ist auf jeden Fall einer der letzten. Oh, ist der Doc auch, Alter. Ja, Fabi, Digga. Fabi und du hier auch, ne? Revi sagt, kommt mal alle genau hier unter mich in die Mitte vom Parkdeck. Hierhin, meine Süßen. Ja.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Revi sagt, sucht euch jetzt alle ein Auto. Wo zwei Personen in einem Auto sind, stirbt man. Wer kein Auto hat, stirbt. Und los. Eine Person pro Auto. Okay, ich gebe euch noch ein kleines bisschen Zeit. Wie die Ameisen hier, Digga. Wie die Ameisen, wirklich. Guck, das Ding ist, man... Also, ich verstehe halt nicht. Ihr könnt halt hier die Leiter hochklettern. Und dann könnt ihr einfach auf die Autos hier auch drauf. Ich raff das nicht so. Seid ihr nicht so dumm? Also, so schwer ist das ja nicht. Revi sagt, alle stehen bleiben. Okay, alles klar. Dann werden jetzt alle, die noch rumlaufen, werden alle hingerichtet. Alle, die rumlaufen, weg. Trimax Sohn, du stirbst. Du hast dich bewegt. Du hast dich bewegt. Gut, wir haben auf jeden Fall hier kompletten Stillstand gerade. Und ich verschone sogar die Leute, die hier kein Auto gefunden haben, weil ich einfach gnädig bin. Revi sagt, alle mit in den Eingangsbereich vom IKEA. Auf geht's. Haben Sie Alzheimer? Haben Sie Alzheimer? Herr McTommy, bleiben Sie mal bitte stehen. Bleiben Sie bitte stehen, McTommy. Ja, komm. Weg mit dem Opa. Revi sagt, folgt mir zu den Kassen. Zu den Kassen folgen. Hier stehen bleiben. Revi sagt, bei den Kassen stehen bleiben. Okay. Mitkommen. Alle mitkommen. Kommt her. Kommt her. Kommt, meine Freunde. Kommt. Ja, ja. Kommt her. Kommt, ja. Los. Kommt her. Oh nein, ihr seid so dumm. Du auch, Alter. Oh. Revi sagt, mitkommen. Na kommt. Revi sagt, folgt mir hier vorne auf den Parkplatz. Revi sagt, stehen bleiben. Ist jetzt ein bisschen unfair, ne, wegen dem Stream-Delay eigentlich, ne? Weißt du, was wir jetzt machen, Tobi? Wir sortieren jetzt auch anders eklig aus. Wir kommentieren den ersten Block nicht hoch. Revi sagt, wer es first try nicht hier auf diesen LKW schafft und hier oben stehen bleibt, ist raus. Revi sagt, und los. Oh Gott, die werden sich alle runterboxen. Ja, werden sie. Jeder, der runterfällt. Oh, Wind. Ich schaffe es hier. Der war das einfachste Jump'n'Run der Welt, Alter, wirklich. Und trotzdem kann man hier ganz gut aussortieren. Oh, Romeo. Oh, ehrenlos. Romeo, das tut mir wirklich leid für dich. Das tut mir leid. Oh mein Gott. Siehst du, wie langsam sie alle sind damit. Wie die Tryhard. Ja, das ist das einfachste Jump'n'Run der Welt, ne? Die Arme. Oh. Revi sagt, die letzten drei sind auch raus. Beeilt euch. Revi sagt, wir haben also ganz gut ausgedünnt. Revi sagt, wir treffen uns vorne. Oh, da hat sich jemand hier drin versteckt. The Floha. So nicht. Revi sagt, wir treffen uns vorne wieder im Eingangsbereich. Revi sagt, alle mitkommen. Revi sagt, stellt euch alle hier vorne auf die Treppe. Die letzten beiden sterben mal wieder. Revi sagt, viel Spaß beim Wettrennen. Ja, Kinder in Minecraft töten. Ja, geil. Ja, meine Freunde, ja, so läuft der Hase. Du bist raus, Babo-Knuffel, ich habe dich eben schon mal getötet und ja, du bist auch raus und ja gut, den letzten haben wir hier an der Stelle nicht gefunden. Okay, Revi sagt, alle mal mitkommen. Revi sagt, wer den eingekreisten Bereich zuletzt betritt, die letzten fünf sind an der Stelle tot. Revi sagt, die letzten fünf. Eins. Bloodrune, Gigi ist komplett raus. Bloodrune, ja. Gut, und okay, alles klar. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall mal gut ausgedünnt. Jetzt wird's richtig assi. Revi sagt, geht alle in diesen Block hier rein. Jetzt. Digga. Passt nicht da auch ja, das geht. Holy shit, Alter. Okay, Tobi, wir müssen leider die es nicht geschafft haben, in 3, 2, 1 aussortieren. Das geht. Gut. Revi sagt, es tut mir leid, irgendeine von euch wird es treffen. Revi sagt, springt alle hoch und ich schlage einfach einmal rein. Revi sagt, springt. Springt immer weiter. Revi sagt, springt alle immer weiter. 1, 2, 3. Okay, Revi sagt, die Überlebenden raus. Revi sagt, der Letzte, der sneakt, ist tot. Okay, ich habe gesagt, der Letzte, der sneakt. Also die Leute, die sneaken, sind tot. Perfekt. Revi sagt, die Personen, die kein Bett für sich beanspruchen, sterben. Revi sagt, Luft. Ihr dürft es nicht benutzen, nur draufstellen. Revi sagt, stellt euch nur auf ein Bett eurer Wahl. Eine Person pro Bett. Du stirbst, du hast geschlagen. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon die Elite an der Stelle. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, versteckt euch alle in einem Schrank. Die letzten zwei Personen, die nicht in einem Schrank drin sind, sterben. Du bist raus. Revi sagt, alle zu den Kakteen hin. Jeder, der nicht auf einem Kaktus steht, stirbt. Eine Person pro Kaktus. Man muss oben drauf stehen. Ich wähle dich. Badfish ist auf jeden Fall auch. Okay. Ja, Digga. Badfish ist raus. Du bist raus. Gut, okay. Die letzten fünf. Revi sagt, mitkommen.
Tobi, es ist schon geil, dieses Machtgefühl zu haben. Weißt du, was ich meine? Diese Macht über diese Spieler auswirken zu können. Oh, Digga, die müssen jetzt voll weit laufen. Diese Möglichkeit zu haben, diese Spieler zu allem zu zwingen. Nimm Party Freak, es tut mir wirklich leid für dich. Nimm Party Freak, komm her zu mir. Du kriegst einen besonderen Tod. Beim letzten 5 machen wir jetzt nicht mehr. Nimm Party Freak. Weißt du, Tobi, man muss den letzten Leuten auch die Ehre erweisen, weißt du? Der Typ wird auf jeden Fall durch den Amboss hingerichtet. Es ist eine Art, die von Ehre und Respekt zollt, ja. RIP an der Stelle. RIP. Also folgt auf YouTube, same place auch? Ja. Revi sagt, alle stehen bleiben. Der eine ertrinkt. Was ist dein Problem? Ja, er bleibt halt stehen, weil du gesagt hast, er muss stehen bleiben. Ja, gut. Digga, es tut mir wirklich leid, Polupo, aber du hast echt gerade die Arschkarte gezogen, Alter. Nein. Polupo ist ein Ehrenmann. Schlapper, bleib nicht stehen. Oh, ich hab gesagt, Revi sagt, stehen bleiben. Okay, dafür tippen wir Polupo hier hin, weil er sich richtig dran gehalten hat, Alter. Oh. Revi sagt, wer zuletzt kein Boot hat, ist tot. Und los. Ja, aber nur eine Person pro Boot. Das Haustier, sorry. Jetzt eintreten. Kommt in den Glaskasten. Revi sagt, geht in den Glaskasten rein. Polupo, Alter, komplett. Also, Digga, das war wirklich crazy, dass der so mitgedacht hat, Alter. Digga, da war anderes. Da war 10 von 12 IQ. Revi sagt, jeder Spieler in eine Ecke. Revi sagt, kämpft um Leben und Tod, nutzt keine Goldäpfel mehr. Los. Also hier geht das Schwert kaputt. Aber ich hab ja schon das gedacht, Tobi. Und wir werden auf jeden Fall das Ganze ein wenig anheizen, sage ich mal. Ja? Es gibt hier verschiedenste Dinge, die man machen kann. Ne? Das Spielfeld ist dann auch einfach durch verschiedenste natürliche Gegebenheiten dementsprechend interessant. Ja? Es kann so sein, dass jemand hier eventuell anfängt zu brennen oder auch nicht. Das ist die Arena des Todes, Tobi. Oh, Polupo brennt hier an der Stelle. Der hat kein Schwert mehr. Ja, gut. Revi sagt, prügelt euch weiter, bis einer stirbt. Oh, die haben mehr Feuerresistenz durch die OP-Äpfel. Revi sagt, stopp. Revi sagt, jeder Spieler wieder in eine Ecke. Revi sagt, trinkt beide einen Eimer Milch. Revi sagt, nehmt keine Goldäpfel mehr ein, kämpft um Leben, um Tod. 3, 2, 1, jetzt. Digga, alle sind richtige Polupo-Fans, Alter. Der Fanclub. Aber Polupo brennt, Digga. Und Angeber Leon hier auf jeden Fall PvP-mäßig deutlich stärker. Oh ja, der... Oh, Kombo. Aber Polupo kriegt die ganze Zeit Schaden, Alter. Leon auch noch nicht gebrannt. Jetzt brennt Leon gerade. Spannendes Duell hier. Ganz spannendes Duell. Polupo hier mit schönen Strafes nach links und rechts, meine Freunde. Wer wird das Ding hier holen? Wir kämpfen jetzt so lange, bis die Schwerter und die Rüstungen brechen, Leute. Das hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße und wilde Nummer. Wegen der Lava, die jetzt hier gleich... Polupo hat... gewonnen! Was? Polupo hat gewonnen, meine Freunde. Und das ist es. Der Pool des Sieges. Polupo, du darfst hier eine Runde im Siegespool schwimmen, Polupo. Polupo, hier, dein Preis ist eine Whitelisting für die nächsten 3 Community-Events, meine Freunde. Das war's von der ersten Runde. Revi sagt dem Ikea beim nächsten Mal, nehmen wir den Discord mit dabei und vielleicht können wir sogar ein paar mehr Spieler sogar dazu nehmen, Tobi, ne? Schauen wir mal, ob der Server das handelt, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.